Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Ultima 7, die Schlangeninsel. So, die Dame da hinten, die sich über den ekelhaften Geruch beschwert, weil wir das Ei wieder eingepackt haben natürlich, hat uns ja erzählt, dass Pathos eine Ähnlichkeit mit Erstam hat. Und da wollen wir jetzt den lieben Pathos nochmal dazu befragen, wenn wir sein Zuhause wiederfinden. Das war irgendwo im Wasser. Was er dazu zu sagen hat. Vielleicht ist das ja sein Geheimnis und ich habe mich gerade mal wieder verlaufen. Zuerst müssen wir das Wasser finden. Ah, hier. Da ist das Wasser, dann ist jetzt da um die Ecke irgendwo die Treppe über den Fluss. Genau hier. Sehr schön. Wir sind gleich da. Halt. Geht ihr mal bitte da hoch? Dankeschön. Hoffentlich ist er noch da. Ja, ist er. Hallo, wir müssen reden. Nicht mit dem Automaton, sondern mit ihm. Sucht ihr etwas Bestimmtes, mein Lord? Wir möchten mit dir über dein Geheimnis reden. Ihr wisst es? Es ist wahr, ich bin Erstams Sohn. Aus diesem Grund handle ich auch immer noch mit ihm, auch wenn es verboten ist. Wenn der Rat es wüsste, würde ich sicher verbannt werden. Mhm. Da ihr es wisst, werde ich euch einen Handel anbieten. Wenn ihr in den Sümpfen südlich von hier etwas Blutmoos für mich holt, werde ich euch sagen, wie ihr meinen Vater kontaktieren könnt. Ja, da wäre ich auf jeden Fall dabei. Ja, machen wir. Ihr seid meine Rettung. Ich werde sehnsüchtig auf eure Rückkehr warten. Naja. Okay. Also südlich von hier Sümpfe. Auf der Karte ist nur noch ein See eingezeichnet. Ja gut, dann gehen wir einfach mal südlich aus der Stadt raus. Vertreten uns nochmal ein bisschen die Beine. Wir haben jetzt lange genug in der Stadt rumgehangen. Und schauen mal, dass wir Blutmoos finden. So, einfach mal nach Süden. Und schauen, wo uns die südliche Nase hinführt. Wobei, wir können ja mal auf die Ingame-Karte gucken. Ja, der See ist in der Ingame-Karte etwas anders geformt als auf der Nicht-Ingame-Karte. Aber ja, im Süden. Dann schauen wir mal hier so an den Bergen vorbei, ob es da Sumpf gibt. Sollte man ja nicht verfehlen können. Zuerst mal das Ende der Stadt finden. So, die Schlangenpforte wieder. Und dann gehen wir hier mal über die Mauer. Rauf aufs Mäuerchen. Und wieder runter. So. Wo ist hier Sumpf? Was greift uns an? Oh, sind das Bären? Ich glaube ja. Das waren Bären. Oder was auch immer. Haben auf jeden Fall nichts dabei. Das ist schade. So, wir suchen Sumpf. Ist er sich sicher, dass es hier Sumpf gibt? Eigentlich so viel Platz ist hier halt auch nicht bis zum Meer. Wo soll hier Sumpf sein?
Weil hier unten irgendwo waren wir ja auch schon ein Stück weit gewesen, als wir mit dem Schiff ankamen und wir die Stadt gesucht hatten. Da waren wir zuerst mal Hawk noch nachgelaufen, aber der ist ja irgendwo, keine Ahnung, wohin gelaufen. Wobei er die Stadt ja dann doch irgendwann erreicht hat, scheinbar. Hatten wir dann unterwegs irgendwo Sumpf gesehen? Ja, wir sind jetzt schon hier. Hier ist halt noch viel grüne Fläche, aber er hat doch südlich gesagt. Also wenn man das vergleicht, dass da ist der Sumpf von Gorlap, von dem man schon ein paar Mal was gesagt hat, und ist er so ein Ekelgrün. Aber das sehe ich hier halt nirgendwo. Aber einer der beiden Inseln müsste die vom Tollmagier sein und das ist die Mönchsinsel. Da müssen wir auch noch hin wegen der Alraunwurzel. Eins nach dem anderen. Was greift uns an? Schleim! Wir haben Sumpf gefunden. Nee, na, oh, Jungs. Ja. Theoretisch haben wir ja auch Sumpfstiefel, aber die liegen auch im Krematorium, also kommen wir da jetzt erstmal nicht hin. So, und wo finden wir hier Blutmoos? Sollte ja eigentlich nicht schwer zu sehen sein, denn das Blutmoos ist natürlich rot. So, das war eine Schlange. Wir eiern mal um den Sumpf herum. In respektvollem Abstand. Aber rot sollte man doch hier nicht übersehen können. Das ist noch eine Hütte. Jetzt mit der Vergiftung seid ihr selbst schuld, Jungs. Ja, eigentlich brauchen wir keine Reagenzien, aber irgendwie dann doch wieder. Ja, wir nehmen mal die Fischschuppen oder wie die Dinger hießen mit. Oh, hi. Wo sind wir denn jetzt gelandet? Hier ist ein bisschen Wasser im Keller. Ja, da kümmern wir uns gleich drum. Versperrt, okay. Dann macht sie erstmal das Ding da kaputt. Dann haben wir auch unsere Ruhe. Ja, 49 Filari, wie auch immer die hierher kommen. Aber ist okay. So, die Vergiftung hat aufgehört. Dann nochmal weiter zurück zum Sumpf. Dann Weg rein. Scheinbar schon. Jungs, bitte nicht. Na, Julo. Du. Ja, okay, jetzt sind alle vergiftet. Alles kein Thema. Wo laufen wir jetzt hin? Ich sehe Blutmoos, ich sehe Blutmoos. Und Schleime. Ah, hier ist freie Fläche. Sehr schön. Bitte mal einmal alle stehen bleiben. Schleim kommt dran. Schleim kommt dran. Schlagen. Nicht wieder zurück in den Sumpf laufen. Oh, Jungs. Seid manchmal wie so ein kleiner Hühnerhaufen. Dann hoffe ich, dass das mit der Vergiftung gleich ausläuft. Und in der Zwischenzeit sammeln wir mal das ganze Blutmoos ein, was hier so großzügig verteilt wurde. Ich weiß nämlich nicht mehr, wie viel Blutmoos er haben wollte, deswegen nehmen wir einfach alles mit. Ich noch irgendwo was übersehen? Menhire. Nee, ich glaube, ich habe nichts übersehen. Wir übernachten
Einmal bitte in den Sümpfen. Die Mücken werden uns auffressen, aber egal. So, wir schlafen 8 Stunden. Schauen mal, wie es uns dann geht. Oh, Shamino, wieso musst du nachts mit deinen Füßen nochmal im Sumpf stehen? Egal. Ich gebe eine Runde Essen aus. Den Eiswein brauchen wir eh nicht mehr, deswegen kann ich ruhigen Gewissens F benutzen. Und da kommen wieder Schleimis. Ja, jetzt rennt eh wieder jeder durch den Sumpf. Ach, Leute. Es ist nicht immer so einfach mit euch. Ich dachte, dass wir die Sumpfstiefel dann erst für den Sumpf von Gorlap brauchen. Vor allen Dingen, weil das auch der einzige Sumpf war, den ich so direkt auf der Karte gesehen habe. Aber ja, Theorie und Praxis gehen ja gerne getrennte Wege. So, dann spurten wir vergifteterweise jetzt bitte nochmal Richtung Norden. Und dann geben wir das Blutmoos ab. Ich bin so gespannt, wie wir dann zum Tollmagier kommen sollen. Per Schiff kann ja nicht sein. Wegen den Stürmen und so weiter. So muss ein Teleport geben. Oder einfach nur ein Zauber. Das weiß man nicht. So. Flitz, flitz, flitz. Mauer hoch. Mauer rüber. Mauer runter. So. Dann nochmal das Wasser finden und dann hoch zu Pathos. Richtig. Was ist das? Waren wir da schon mal oben gewesen? Wie kommt man da hoch? Er liegt ein bisschen falsch rum in seinem Bett. Wir haben doch oben drüber ist da noch eine zweite Etage. Wie kommt man da hin? Die ist nur hier drüber. Oder ist es einfach nur nach oben offen, dass mehr Licht reinkommt? Das kann auch sein. Aber ja, den Schlüssel, der hier irgendwo lag, der ist schon in unsere Tasche gewandert. Irgendwann. So, dann nochmal Fokus auf unsere Aufgabe, nämlich mit Pathos reden. So, Pathos. Wo bist du? Geh mal rüber. Da, er schläft. Können wir ihn irgendwie wecken? Es ist immer noch... Da würde ich halt auch immer noch mal gerne rein. Mein Glasschwert ist halt super teuer. Ja, aber jetzt nicht. Kannst du mal bitte aufstehen? Hallo? Ha. Ich versuche zu schlafen. Ja, ist mir egal. Ihr habt das Blutmoos. Wunderbar. Im Gegenzug für euren Einsatz werde ich euch die Informationen anvertrauen, die es euch ermöglichen, mit Erstam zu sprechen. Dann erzählt uns mal, wie wir das tun können. Es wäre nicht klug, wenn ich euch viel erzählen würde. Ich werde euch nur sagen, wie man zu den Docks kommt, wie ihr den Transport ruft und wie das erforderliche Passwort lautet. Weg zu den Docks? Ihr müsst zu den Docks nördlich der Berge der Freiheit gehen. Mein Vater hat ein Seeungeheuer beigebracht, auf Befehl zu kommen. Okay. Es wird euch zu Erstam bringen. Fürchtet euch nicht. Aber denkt daran, nichts von eurem Besitz darauf zurückzulassen. Wenn das Ungeheuer dann wieder verschwindet, sind eure Sachen darauf für immer verloren. Okay.
Und wie rufen wir das Ungeheuer? Um die Kreatur zu rufen, geht zu den Docks. Dort werdet ihr eine Schiffsglocke finden. Sobald ihr die Glocke geläutet und das Mantra gesungen habt, wird euer Transport ankommen. Es kann euch nur auf die Insel meines Vaters bringen, nirgendwo sonst hin. Ja, die Mönchsinsel liegt direkt daneben, aber okay. Und was ist das Passwort? Ist es nicht interessant, dass Blutmoos so wirkungsvoll ist, weil es mit der Flüssigkeit des Lebens verbunden ist? Blut. Aber was rede ich? Erstam wird kein Wort mit euch sprechen, es sei denn, ihr nennt das Passwort, das ich euch gebe. Das wird ihm das Zeichen sein, das ich euch gesandt habe. Das Passwort lautet Iskadradet. Ich hab das mal auf. So, ist notiert. Und was ist das Mantra, das wir singen sollen? Na, ihr seid ja ungeduldig. Ich wollte es euch gerade sagen. Tereten bentas yuksak i praetimde mir visri por i. Ich glaube, das schreibe ich nicht auf. Um die Bedeutung zu verstehen, übersetzt es aus der Sprache der Magie. Ach so, es gibt doch die. Im Handbuch sind auch diese magischen Silben erklärt und welche Bedeutung sie haben. Leider ist es wie so oft nicht erforderlich, die Macht zu verstehen, um sie nutzen zu können. Sinaloa hat seine Lektion gelernt und beherrscht sie seit der Zeit des falschen Propheten, sagt Yolo. War der falsche Prophet Ultima 1? Wessen Zeit? Egal, sagt Hypre. Ja, Yolo. Sprich nicht von Dingen, die andere Leute verwirren. Wir wechseln das Thema, bitte. Selbstverständlich, mein Lord. Okay, dann sagen wir mal leb wohl. So, nördlich der Berge der Freiheit. Da ist nicht mehr viel. Da ist nicht mehr viel, also auf der Karte außerhalb des Spiels sieht das da ein bisschen mehr aus. Aber das sind diese Berge der Freiheit. So, entweder gehen wir hier rum, außen rum oder darum. Wobei auf der externen Karte sieht es hier ein bisschen breiter aus. Ja gut, wir gehen mal nach Osten und dann an der Küste entlang. Bin so gespannt, was das für ein Ungeheuer sein soll. Was? Was passiert da? Dubré, was willst du uns sagen? Dubré? Hallo? Hat sich Rotolunzia gerächt an uns? Spiel, was willst du mir sagen? Okay, dann. Also ich tippe mal, dass Rotolunzias Haus eins der beiden Höhlenhäuser ist. Und zwar das, das nicht so nach Nekromantie aussieht, sondern das andere. Ich glaube, das hier. Weil da hatten wir auch bisher niemanden angetroffen. Bei den anderen Häusern hat uns ja immer ein Automat verraten, wessen Haus das ist. Oder hast du uns das auch schon gesagt? Genau, wir sind hier bei Rotolunzia. Moment mal. Da konnte man noch mehr sagen als sonst. Wir hätten da eine Entführung zu berichten. Ist mir nicht erlaubt, dieses Thema mit euch zu besprechen. Und wo ist deine Herrin?
Ich darf es nicht sagen. Tatsächlich sollte die auf der Stelle von hier verschwinden. Kannst du uns was über deine Herrin sagen? Meine Herrin verfügt über eine Reihe mächtiger Zaubersprüche und mysteriöser Zaubersprüche und sitzt im Rat der Magier. Das wissen wir. Wie ihr nun wisst, ist sie am grausamsten denen gegenüber, die sie nicht ihrem Willen beugen. Ja, und uns fehlt jemand. Ihr seht mich so komisch an. Ich glaube, ich habe zu viel gesagt. Jetzt muss ich euch töten. Okay, dann können wir uns hier auch besser umsehen, wenn wir dich töten. Das passt schon. Tu dir keinen Zwang an. Rotorinzia wird sich für meinen Verlust rächen. Das glaube ich eher weniger. So, mach den zweiten. Ach nee, ihr wollt auf die Naga. Na okay, jetzt ist es mir egal, ob wir hier Streit anfangen mit ihm da. Können wir den auch noch herausfordern? Seine Pflicht, ihr Eigentum zu beschützen. Nee, der scheint nicht so aggressiv zu sein. Aber vielleicht ändert er das ja noch. So, drei Ginseng. Achso, ich dachte, das wäre auch Blutmoos. Nehmen wir mal mit. Von diesem rituellen Adalas-Messer hat ja jetzt auch schon mehrfach jemand was gesagt. Nehmen wir mit. Was ist das? Ein Schlangenzahn. Den nehmen wir natürlich auch mit. Da hatten wir auch schon bei Frigidasi, der Eismagierin, ja auch schon von gelesen, dass die sehr begehrt sind. Und Pathos hat ja da auch nochmal erwähnt, dass das ja so eine Art Sport ist, wo die Leute seinem Vater dann das Zeug klauen. So, ich suche gerade eine Stelle, wo wir den Zahn hinpacken können. Und so, dass ich ihn auch wieder finde. Hoffe ich zumindest. Das wird schon. So, wir haben einen Zahn einer Schlange. So, die war verschlossen. Dieb, Dieb. Ja, Schnauze, du kannst uns gerne angreifen, wenn es dir nicht passt. Ich will die Truhe kaputt machen. Nicht die Naga. Nee, die Truhe geht nicht kaputt. Haben wir den Schlüssel dafür? Nein, haben wir nicht. Können wir das aufknacken? Ja, können wir. Sehr schön. Da ist ein Schlüssel drin. Der wandert bitte direkt in unser Inventar. Rotolunzia, ich habe euch gesehen, wie ihr dieses Schwein Torisio bei dem Bankett letzte Nacht angestarrt habt. Und ich weiß nun, dass eure Zuneigung zu mir nur gespielt war. Ihr seid ein zickiges Weibstück und auch eine lausige Zauberin. Versucht gar nicht erst, euch zu erklären. Ich kenne nun endlich die Wahrheit. Ich will nie wieder etwas mit euch zu tun haben. Filbertio. Ja, das sind ernste Probleme. Meine liebste Rotolunzia, ich weiß, wie ihr über meine Briefe denkt, aber ich kann mir nicht helfen. Ich denke Tag und Nacht an euch. Ihr seid das Licht meiner erbärmlichen Existenz. Ihr seid wie die Sonne. Ihr blendet jeden, der eure Schönheit bewundert. Eure Lippen sind süßer als die süßeste Frucht. Eure Haut weicher als die samteste Rose. Ihr verkörpert das Wesen alles einer Weiblichkeit. Keine ist wie ihr. Bitte, ich flehe euch an. Sagt, dass ihr die meine sein werdet. Sehnsüchtig, eure Antwort harrend, Filbertio. Entweder hat er sich's anders überlegt oder der Brief war von vorher. Schriftrolle Feuerschlange nehmen wir bitte mit. Ja, bleibt fort, verlasst diesen Ort. Schnauze. So. Können wir jetzt mit dem Schlüssel was anfangen? Können wir die Naga befreien? Tut die uns was? Scheinbar nicht. So. Aber was bringt uns das? Ah, da ist ein Knopf. Ich blind Fisch. Können wir die mal bitte drücken? Hallo? Von der anderen Seite?
Irgendwie tut sich da nichts. Ja, Dieb, Dieb. Schnauze. Gibt's hier sonst noch irgendwas? Wir killen mal die Naga. Genau. Sie werden freigelassen. Wieso hat eine eingesperrte Naga noch Pfeile und Bogen und so? Diese und andere Fragen. So, das ist nur eine weiche Pritsche. Aber was hat's mit dem Knopf da auf sich? Und wo ist unser guter Dupré? Können wir hier irgendwo weiter? Dieb, Dieb, ja. Schnauze. Schnauze, sonst müssen wir dich auch noch killen. Wir laufen mal die Wände ab, ob man irgendwo was sieht. Da sieht man was. Aber wie kommen wir da hin? Irgendwo durch den Vorhang? Ja, Automat, gleich ist dein Dasein zu Ende. Aber hat's was mit dem Spiegel auf sich? Nee. Spiegel hatten wir auch unsere Erfahrungen in Teil 1. Ich klicke mal die Wände ab. Ja, Dieb, Dieb. Schnick, schnack. Oh, wir müssen schon in die Pause. Bis gleich.